Aber zum Beispiel Kohle kann ich Müll kommt da nicht reinmachen. rein, du machst eine Glasscheibe rein. Ja, ich mache ja öfter mal Glasscheiben. Nee. Außerdem habe ich, glaube ich, noch irgendwo welche rumfliegen. Die habe ich mir noch nicht einsortiert. Ja, hier, siehst du, 7 Stück. Aha, aha. Jetzt habe ich nämlich 8 Glasscheiben da drin. Guck mal einer an. Krass. Hättest du jetzt nicht gedacht, ne? Nee. Siehst Kommt du? voll überraschend. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Los Pfeilos. Das ist Spanisch und heißt die Pfeile. Du hast es drauf. Pfeilos. Lol. Toll, dass du sagst. Die Blumen kommen in Recycler. Die Dia-Chest kann ich abbauen. Die Dia-Chest kommt in Recycler. Nein, war ein Scherz. Aber hier Glasfieberkabel kann ich da reinpacken. Noch einsortieren. Das ist eine gute Idee. Davon habe ich auch mal viele. Ich kann eigentlich alle Kabel mal einsortieren, ne? Kabel kann man ja öfter mal einsortieren. Oder Martin? Wie siehst du das? Warum nicht? Ist doch aber so eine gute Idee. Finde ich schon. Halt's Maul. Was? Ach so, falls ihr euch wundert, was das hier für ein Stick ist. Ich kann ihn ja mal kurz rausnehmen. Das ist kein Stick, das ist Martins dickes Ding. Martins dickes Ding kann 250 EU bei 10 EU pro Tick in einem Generator erzeugen. Boah. Voll heftig. Warum findest du das gerade nicht mehr? Irgendwo eine freie Stelle? Tja, Martin, das ist nicht ein bisschen verkalkuliert, ne? Nein. Würde ich mal sagen. Hä? Was denn? Was suchst du denn? Komisch. Ich habe gerade hier, also guck mal, ich habe jetzt hier 40 Marvel drin, ne? Ja. Pack das hier rein. Und da, es bleibt irgendwie nur 40. Hä, hast du irgendwo nochmal Marvel aus Versehen? Nee. Ich glaube nicht. Weiß nicht. Er muss ja. Oder ist es jetzt in die andere Chest? Ich habe irgendwo eine Lücke. Hier ist es drin. Hey, warum? Weiß ich nicht. Irgendwie will das nicht, Martin. Ich mag das schon. Die saugt es wahrscheinlich schneller aus, als sie einsetzen kann. Das ist ja irgendwie ein blödes System, ne Martin, was du da hast. Ja. Jetzt ist drin. Eins. Hast du beide Und reingepackt in jetzt? die Chest? Jetzt noch eins? Ja. Jetzt funzt das, oder was? Ja. Also mal Brick habe ich wie viel? 16. Da solltest du wohl noch ein bisschen was verbessern, Martin. Ja, jetzt geht das So wieder. kann ich das nicht durchgehen lassen. Warum nicht? Weil das Zufall ist bei dir. Nein. Und Zufall ist ja nicht so schön, ne? Nein. Willst ein bisschen Marble haben, Martin? Nein. Gut. Wie viel Marble habe ich? Ja, fand es irgendwie. Ja, meine Marble, die ich dir gegeben habe, sind auch drin alle. 2 Stacks. Komisch. Sehr komisch. Kann man eigentlich Sachen, die nicht stacken, auch da einsortieren in Barrels? Jo. Lol, dann kann ich ja meine Minimum Stones da reinpacken. Nee, abgenutzte gehen nicht. Wir sind Also, ja keine abgenutzten. dann geht Alle noch das. voll. Sind die ganz freshen, weißt du? Ah. Ja, Funst. Voll nice. Dann habe ich dann schon wieder richtig viel Platz gespart. Da könnte ich ja die Uraniumzellen auch da reinpacken, ne? Hä? Ich habe Quad-Uraniumzellen und Dual-Uraniumzellen. Ey, ich weiß, wie ich das
was mit den Redstone Engines besser mache. Ich mache da so einen Timer dran, der irgendwie so jede 2 Sekunden oder so nur aktiviert. Oder 5 oder 10, keine Ja, Ahnung. macht doch einen Filter, genau. Ach, kein Filter, was läuft denn bei dir? Er filtert mit Timer. Oder wie wolltest du es jetzt machen? Einfach ein Timer, der. Das geht nicht. Doch, es geht. Ja, Ja, was. dann pumpt er Was einmal. macht Ach der? ja, gut, dann pumpt er einmal, ne? Dann zieht er aber nur ein einziges Item raus. Und keinen ganzen Stack. Ist doch Dann egal. ist die Kiste irgendwann zu voll. Oder es dauert ewig, bis die Items raus sind. Dann macht doch einen Filter einfach. Der nimmt einen ganzen Stack raus. Aber der ist nicht so schnell raus. Ah ne, das kann ich ja genauso machen. Naja, auch mit dem Timer. Machst du alle 10 Sekunden Stimmt. oder was und dann zieht er da raus. Oder alle 5 Sekunden reicht ja. Ich glaube, es würde sogar 2 Sekunden reichen. Hauptsache, er zieht es nicht sofort raus, wenn du es reingepackt hast. Weil da jetzt, wie du das hast, kommt es ja darauf an, wo die Pumpe gerade steht, ne? Wenn die gerade am Pumpen ist, während du das reinmachst, dann ist es sofort weg. Ich noch fehlt da irgendwo. Ich habe keinen mehr, falls du das Egal. fragen willst. Hast du einen Timer? Nein. Also. Ach scheiße, das habe ich Duel reingesortiert, obwohl ich gar keinen Platz für Duel habe. Scheiße, hast du noch so einen Red Dope Wafer? Ne, ich habe die grauen davon, glaube ich, noch. Krieg ich dann einen? Du hast auch welche in deinem Alloy Furnace. Ach echt? Ja, brauchst nur noch Redstone reinpacken. Ich kenne mich bei dir besser aus als du, wa? Anscheinend schon. So. Es läuft, es läuft. Oh ja. Vor allem finde ich immer noch neue Sachen zum Einsortieren, ne? Ja, und das kommt jetzt halt einfach. Ich wusste ja auch nicht, dass man jetzt Sachen, die normalerweise nicht stacken, auch in Barrels packen kann. Finde ich sehr nice. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Sonst eigentlich nichts weiter. TNT braucht er nicht unbedingt rein, das ist Quatsch. Die ganzen Heads kommen alle in einem. Brauchst du die ganzen Heads, Zombie-Heads und Creeper-Heads und so? Ja, kannst du bei mir reinmachen. Ich habe die dafür einen Platz angelegt. Willst du mal Feuerwerk machen damit? Ja. Klar. Martin, der Pyrotechniker. Und einsortieren. Weil ich finde, bei dir geht es genauso schnell wie bei mir. Mit dem Einsortieren. Ja, hat's was Funst. Wo ich ein Gold da? Zwei. Quatsch. Muss die Kohle noch einsortieren? Ich habe keinen Bock, einen Timer zu machen, Alter. Ist voll nervig, ne? Obwohl es eigentlich geht. Also wenn man schon mal da, wenn man gerade dabei ist und so das Rezept einigermaßen auswendig kann, geht es eigentlich relativ schnell. Hast du schon die Steine gebrannt? Dann mache ich die schnell ein. Ja, nein. Ja, warte, dann mache ich trotzdem ein. Nice. Filter habe ich schon mal. Brauche ich ja noch den Timer, ne? Machen wir mal 5. Müsste eigentlich reichen. Ist eigentlich so geil, ne? Man hat irgendwas und dann weiß man, dass man das auch irgendwo hin machen muss und dann packst du einfach da rein, dann läuft's. Jo. Achso, Redstone muss ich. Ich hab's jetzt alles schon einsortiert. Ach komm, ich nehme einfach ein Stack raus. Scheißegal. 2 Redstone-Fackeln braucht man auf jeden Fall. Und ein Clean Stone braucht man. Ach, guck mal, ich brauche jetzt auch diese Paramedic Tubes, ne? Ja, kannst du welche von mir rausnehmen? Ich hab noch ganz viele. Ich Die ist guck in mal, der ich Dia hab Chest hier drinne. In der Obsidian Chest. ich selbst noch welche. 3. Ne, 6 reicht nicht.
Dann nimm dir welche von mir. Wo sind die? In der Obsidian-Chest hier hinter mir. Ach so, nice. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich glaube, zwei waren davon. Dann zwei Spinnen auf dein Glas da. Dann brauche ich einen von denen hier. Ach so. Dann brauche ich. Wie waren das jetzt? So und so. Und dann brauche ich so. So. Nein, so. Und den Queenstone. Das kommt dahin, das da. So. Ah, scheiße, ich glaube, davon brauchte ich drei. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Nein. So, fertig. War gar nicht so schwer. Bitte. So, jetzt fällt mir erstmal nichts weiter ein zum Einsortieren. Das ist eigentlich ganz gut so. Kann erstmal so bleiben. Mir gefällt es noch nicht so, dass hier so viele Dirt-Dinger sind, aber okay. Davon habe ich ja eh ganz viel Stuff. Das geht schon irgendwie klar. Habe ich ganz viele Gold-Chests, ey. Hier da. Baby. Rutschstein. So, ich bin jetzt einigermaßen fertig, Martin. Womit einigermaßen fertig? Dass alles eingelagert wird. Ja, ich auch gleich. Also Sofort. alles möglich, jetzt nicht alles direkt, aber. Da muss auch ein Filter direkt neben diesen Teil, ne? Ja, der Filter muss, das kleine Loch muss dahin zeigen, wo es rausgehen soll. Scheiße, kann man das mit der Wrench drehen, weil sonst geht Ich es weiß nicht mit irgendwie welcher, es schlecht. geht auf jeden Fall mit einer Wrench. Ja, bestimmt mit der einen nur von FTB Ultimate. Hä, Ultimate? Ja. Okay, geht doch Nee, so nee, das jetzt. geht, mit der, da gibt nur extra eine Wrench von der Mod, wo der Filter drin ist. Ich weiß aber nicht, welche Mod das ist und welche Wrench das ist. Aber ich baue es dann immer ab und versuche das dann so zu platzieren. Wenn es falsch rum ist. Ich musste dafür in die Barrels kurz wegnehmen. Oh, so, ich mache jetzt mal die Aufnahme aus. Also ich beende mal die Session. Da kann ich noch ein bisschen mich hinlegen und dann werden wir heute Abend noch ein bisschen was zocken, ne? Oh. Und wenn nicht, dann Montag. Also da habe ich ja eh noch frei und da kommt ihr ja dann, wenn ihr von der Schule seid, ne? Geht ja Nach dann auch so. fünften. Hä? Ich hätte nach der fünften. Nach der fünften? Wow. Gäh. Okay, Leute, dann danke ich fürs Zugucken. War jetzt nicht ganz so spannend, aber ihr habt schon mal gesehen, wie man ein geiles Lager macht aus Barrels. Aber die Mod gibt's halt nicht in normalen FTBs Nee, leider. im FeeCBS Lite müsst ihr die Mod selber hinzufügen. Wie heißt das nochmal? Factorization, glaube ich. Factorization. Und die gibt es im Ultimate Mod. Das heißt, wenn ihr den Ultimate Mod schon mal installiert habt, könnt ihr die Mod einfach da rausziehen aus dem Mods-Ordner und bei FeeCBS Lite in den Mods-Ordner reinpacken. Sonst einfach runterladen. Wenn ihr auf dem Server zockt, müsst ihr die Datei auch noch auf dem Server in den Mods-Ordner packen, ne? Ist klar. Ist dieselbe Datei, braucht ihr nicht extra eine Server-Version für. Dieselbe JAR-Datei geht für Server und Client. Ja, das war's soweit, ne? Würde ich mal sagen. Jo. Haben wir ja eigentlich relativ gut erklärt. Und gezeigt vor allem. Ist schon gar nicht so schlecht, das Ding. Ja, dann sage ich mal, wie immer, bis bald. Ciao. Tschüss.